Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Vanille Provinzen. So, ich bin zwar nicht alleine am Server, aber alleine am Aufnehmen. So, nach der gestrigen Folge, oder vorgestrigen, ich weiß nicht, ob ich das morgen hochlade oder am Dienstag. Ja, hier ist jetzt so einiges passiert. Ich würde sagen, wir fragen mal kurz schlafen, damit wir Tag haben, weil ich würde gerne mal schauen, dass wir heute ein bisschen Holz organisieren. Nein, nicht hierfür. Also nicht nur das Akazienholz, sondern ich möchte schon, dass ich so viele Holzarten wie möglich verbaue und dafür müssen wir erstmal alle Holzarten bekommen. So, Eiche haben wir, Akazie haben wir. Das war's. Oh, hat er gar nicht gesehen. So, Akazien haben wir ja hier in Mengen. Das ist ja wohl nicht das Thema. Gehen wir da mal zum Spawn. So. Können wir hier beim irgendwie vielleicht was kaufen? Nee. Anscheinend nicht. Okay, also hier die Angebote sind noch nicht so prickelnd. Was ist mit denen hier? Oh, 9 Leder gegen 1 Emerald. 20 Wolle gegen Emerald. Ich glaube, hier am Spawn war ich seit dem Beginn nicht mehr. Ja, Fleisch. Ja gut, da haben wir eh was wenig von. Ja gut. Dann würde ich sagen, haben wir hier irgendwo eine Crafting Table? Ich befürchte zum Bald nicht. Den haben sie aber schön aufgebaut hier, den Spawn. Okay, weißt du was? Erlaube ich mir mal ganz, ganz kurz so. Wo würde denn hier ein Crafting Table hinpassen? Platzieren wir mal hier. Er soll ja schon reinpassen. Dann machen wir uns eine Dia-Axt. Mampf mal eine Melonenscheibe und machen uns auf die Suche. Fisch, da haben wir ja hier schon sofort um die Ecke. So. Ich würde halt schauen, dass wir vielleicht so 4-5 Zepplinge mitnehmen. Dann haben wir schon mal 3 Sitzlinge und 3 Holzarten. 1. Schön kaputt machen. Ja, komm, dann fällen wir mal so 1-2 Bäume mehr. Ja, ich hab's irgendwie erwartet. So. 4-5. Machen wir mal so. So, und hier war noch einer. Warum eigentlich nur noch so neue Zepplinge runterfallen? Komm, helfen mal ein bisschen nach. Ich will jetzt eigentlich nicht so viel Zeit hier verschwenden. Ich will eigentlich schon weitergehen. Da haben wir noch einen Zeppling. So, so. Komm schon. Da oben ist er noch. Sehr schön. 5 Fische. Dann brauchen wir noch erstmal Lado Lama. Wir brauchen noch Birken, Jungle und Dark Oak. Oh, wer ist denn da drüben? Also den Weg so von der Enteretia, Heimat der Massentierhaltung und Zwangszucht. Ah ja, okay. Rufarm? Ja, okay. Ah, die haben ja mal verdammt viel gebaut. Briefkasten. Ach, Mori ist hier. Ja gut. Lass mal die mal hier rumlatschen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch. Okay. Birke. Da haben wir auch eine gefunden hier.
vielleicht mal unten mal dann morgen in Ruhe schon mal am Hauswetter. Ich weiß, weil hier den Baum werde ich auch noch fällen müssen. Also so, dass die Bäume hier decayen. Hier haben wir noch eine Birke. Ich bin mal gespannt, wie das Haus am Ende aussehen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich geil aussehen wird. So, haben wir hier schon? Haben wir nicht? Haben wir? Nee, wir haben nichts. Gut, da haben... Leute, baut doch richtig die Bäume ab. Eins. Ja, guck mal, so geht das doch. Das sieht ja so scheiße aus. Nee, ich bin mal gespannt. Ich schätze mal, morgen werden wir da schon was reinhauen. Ich werde auch ab und zu mal hier das Projekt ein bisschen streamen. Werde aber wahrscheinlich auch noch ein bisschen Lego City nachher noch aufnehmen, dass es auch mal was weitergeht. Ja, komm, 4 Saplings, das sollte reichen. Haben wir noch einen hier? Nein. Das ist der falsche. Komm. Das sollte jetzt passen. Oh, hier war ein fünften. Sehr schön. Dann machen wir das jetzt etwas einfacher. Sollte ich es von dem lieben Crazy richtig verstanden haben, haben wir, also Crazy wohnt ja eigentlich in der Gegend von mir. Der hat sich da im Mesa-Biom niedergelassen. Sollte es einen Dschungel geben. Dark Oakwood können wir erstmal, glaube ich, sogar noch sein lassen. Können wir uns immer noch holen. Dark Oakwood war schon überlegen, ob ich das First Lager verbauen soll. Oh. Nehmen wir doch noch gerne mit. So. Dann, wenn wir einmal hier entlang gehen, da hat der liebe Tusch, aka Gamer Dome Plays. Ich glaube, es war jetzt Gamer Dome Play, so wie er es mir gesagt hat. Nicht Gamer Domme, also Gamer Dome. Auf jeden Fall, da hatten wir hier ein etwas kleines, verstecktes, super funktionierendes aufgebaut. Und zwar kommen wir hier wieder nach Hause. Gut, dann bringen wir einmal ganz kurz die Sachen nach Hause. Und ich mach mal eine neue Truhe. Eine sollte da erstmal reichen. Die platze ich mal ganz frisch hier hin. Da hole ich mal hier die Saplings rein, die wir jetzt farmen. So, dann gehen wir jetzt mal in Richtung, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen Mesa und meinem Biom, also so in diese Richtung, so wie er es mir gesagt hat. Ich bin ja mal gespannt, wie dick das jetzt schief gehen wird. Ich werde bestimmt irgendwie in Timbuktu oder so landen. Aber naja. Kriegen wir schon hin, wir kriegen schon alle Baumarten. Und wenn nicht, wir haben schon mal 3 Holzarten, wir können auch hier vielleicht noch sowas mit Red Sand irgendwie so. Boah, stopp, ich baue so Red Sand irgendwie so einen schönen Zen-Garten auf. Ich vertraue dem Jungen jetzt einfach mal komplett. Mache ich zwar eher ungerne. Aber naja. So, machen wir einen Crafting Table. Und dann mache ich mir mal 4 Boote. Vorsichtshalber. Bevor ich mir jetzt aussehen eins kaputt fahre. Wir haben hier noch eine Wüste. Das scheint mir so eine große zu sein. Weißt du was? Wir fahren da nochmal hin.
laufen wir mal ganz kurz durch. Ich will mal schauen, weil da drüben in dem Wüstenteil war ein Wüstenbrunnen. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, deuten die auf Pyramiden hin. Ja gut, dann hier sind wir schnell durchgelaufen. Vielleicht finden wir was. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Können da drüben auch noch losfahren. Do, do, do. Ja, das sieht eher scheiße aus. Das sieht richtig, richtig doof aus. Ja gut, schade. Dann fahren wir jetzt mal aufs offene Meer. F3 kann man tun? Nee. Du, dumm. Ah ja. Vielleicht finden wir ja unterwegs einen Meerestempel. Oh, da drüben ist da was. Da haben wir Plains. Und da drüben ist... Ich glaube, das sind so zwei Kackinseln einfach nur, oder? Sieht schwer danach aus. Ja gut. Willkommen beim Schauplatz von Minecraft Piro. Hier sehen Sie eine der wundervollen Inseln, die einfach so ins Meer geschissen wurden. Ein wahres Teufelswerk der Natur. Ich müsste auch mal schauen, dass ich mal meine Tiere ein bisschen fütter. Einfach wegen, Leder. Ja. Also bisher läuft das ja fast schon gut. Ich halte mich jetzt mal so ein bisschen so. Am Ende komme ich noch schön am Spawn wieder aus. Ich hätte auch einfach mal schön am Spawn schauen können. Da oben im Turm war ja so eine Karte. Vielleicht hätte ich da ja mal schauen können. Naja, wäre zu klug gewesen. Nein, wir fahren lieber mit dem Birch. Ne. Ist nicht wahr, da ist ein Meerestempel. F3 bei 1800 minus 2800, alles klar. Guten Tag, hallo, hallo, hallo. Kann ich ja mal schön mit dem Crazy oder so erforschen. Oder mal mit dem Tusch. Oder ne, vielleicht mit dem Rough Boy oder keine Ahnung, vielleicht die beiden, aber nee. Nee, schau ich mal, was ich da mache. Dim, dim. Jetzt nicht. Nein, ist gerade schlecht. Nicht auf dem offenen Meer disconnecten. Jo. Oh Gott. Also was von klar. Da, da, da. Wo kann man noch mal den Chat ausschalten? Ausschalten? Dum, dum. Ich liebe dieses Kappa-Smiley einfach. So, jetzt kommt es natürlich das Ding, wenn man so... Ist... Nee, oder? Nee, das ist einfach nur so eine Sandbank. Das sah jetzt gerade aus... Ist er denn fliegen? Das sieht ja irgendwie verdammt komisch aus. Dum, 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 dum. Ja gut, ne? Also...
Das bringt uns jetzt irgendwie kaum weiter. Haben wir da etwas? Das sieht aber auch eher Sleth aus. Das wird lustig, wieder nach Hause zu kommen. Ich glaube, ich weiß genau in die Richtung, wo der Ozean ist. Ich glaube, das war die beste Idee, die ich seit langem hatte. So, jetzt aber rein theoretisch gesehen, wenn ich jetzt so fahre, müsste ich wieder Richtung Mesa-Biom irgendwann auftauchen. Testen wir das. Alles klar. X 2200 Z minus 1000. Man sollte nicht, wenn man am Schreiben ist, schön die Aufnahme Beende-Taste drücken. Minus 8000. Da ist ein Meerestempel. Gönnt euch. Das war eine super, super geniale Idee von mir. Einfach mal so währenddessen die Aufnahme beenden, das zu drücken. Boah, manchmal bin ich echt ein Genie. Also keine hier, kein Genie wie intelligenter Mensch, sondern einfach so Genie, magischer Typ aus der Lampe. Ist doch schnell erledigt. Erledigt. Alter. Mein Deutsch very Merkel, mein Deutsch very good. Ich perfekt Deutsch. Ich finde es ja momentan auch so genial auf der Arbeit. Ich arbeite aber noch beim Poco, ne? Und da kommen ja generell wirklich alles an Kulturen mal vorbei und will Möbel kaufen. Sieht dann gerne mal so aus, wenn ich da so Waren rausbringen muss. Dann kommt einfach so Kunden vorbei. Ich Möbel hier. Und du denkst dann erstmal so, okay, alles klar, das wird ein lustiges Kundengespräch. Weil der dir dann erstmal so verklickern muss, ja, ich brauche dann den Kaufvertrag. Und wenn die dich dann so angucken wie ein fragendes Auto, als hätten sie jemand umgefahren. Oh, hier ist ein Sumpf. Dem, 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 dem. Da fahre ich jetzt bewusst mal hin, weil der liebe Crazy sucht einen Sumpf mit einem Hexenhaus. Wenn wir da einen finden, dann würde ich ihm gerade informieren, dass wir eins gefunden haben. Ich aber nicht. Braune Pilze kann man immer gebrauchen, allein schon für Tränke. Später. Orchideen würde ich mir hier vielleicht schon mitnehmen. Ich finde es schade, dass man hier so Blumen nicht züchten kann. Irgendwie vielleicht hier. Ich bin ehrlich, da würde mir Agricraft gefallen. Na gut, dann wandern wir jetzt mal hier durch die Wüste. Ich will, wenn möglich, eine Pyramide finden. So, was aber neu ist, das da. Der Creeper-Schaden ist jetzt an. Weil es da einige Probleme gab, weil ich glaube, ein paar bauen hier gerade eine. Wie drücke ich denn da? Das ist so eine komische Angewohnheit von mir. Einige bauen hier eine Villager-Farm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert die nicht, solange der Creeper-Schaden aus ist. Alles klar, bei mir bleibt gerade einfach mal so eine Benachrichtigung von YouTube auf. Ich denke, das war so cool, neuer Kommentar und jetzt ist wieder diese wundervolle Spam-Werbung. Oh naja. So, da drüben leuchtet es, das heißt, da drüben ist schon mal Lover Lover, The Lover, Oh, Lover Lover Lover. Aber ansonsten sieht das auch wieder mau aus.
Ich würde gerne erstmal da zu dem Berg hinlatschen. Vielleicht sieht man von da aus etwas. So, machen wir mal die letzten Lohnscheiben weg. Damit werde ich die Kartoffeln benutzen. Ich glaube ganz ehrlich, dieser Soundtrack ist eigentlich der beste aus meiner Playlist. Ich finde den so am schönen, spannendsten. Sag mal, sowas wie Pyramiden gab es auch schon mal, ne? Oder wurden die schon alle abgebaut? Häschen, Häschen, Häfchen. Bitte was? Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass ich einmal komplett im Kreis gelaufen bin oder gefahren. Wenn ich jetzt gleich in meinem Haus bin, ne? Nee, kann nicht sein. Mein Haus ist weiter weg. Ich glaube, ich starte einfach nachher dann schön vom Spawn wieder nach Hause. Ja gut, ne? Ich würde sagen, wir ziehen nochmal um. Wir haben hier noch einen schönen größeren Berg. Den können wir besser aushöhlen. Alter. Bitte, was? Ey, ohne Spaß, wenn es gleich dann mein Dorf ist, ne? Das wäre jetzt aber zu genial, wenn jetzt hier mein Dorf wäre und jetzt hier mein Haus. Nee, hier leben sie doch Felder. Alles cool, alles cool. Aber... Oh, Kohle. Mal schauen, was haben die so für Deals. Ich bin halt auf der Suche nach einem Mending-Buch. Das wäre echt super. Leder. Kohle. Alter, was haben die alle mit Kohle? Oh, Kohle, ne? Was ein Wunder. Aber gibt es hier in diesem gottverdammten Land keine Kohle, oder wie? Bücher anscheinend auch nicht. Oder, was haben wir hier? Haben wir hier Bücher? Nein. Es ist ein ziemliches Kackdorf. Also generell, wenn ich jetzt hier unterwegs so noch Pferde oder Kühe finde, die würde ich schlachten halt. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, ich beende jetzt hier die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht machen wir hier weiter. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, bis dahin. Tschüss.